Menschen über Bad Homburg. Hallo, liebe diebadhomburger.de Zuschauer. Mein Name ist Raffi Schimanski und ich begrüße Sie zur 10. Videoepisode hier auf Ihrem Städteblog in Ihrem Newsportal. Auch in dieser Episode haben wir wieder was Besonderes für Sie, die Serie Menschen über Bad Homburg. Mal sehen, was wir heute für Sie speziell vorbereitet haben. Und du kommst aus Bad Homburg? Ja, ich bin hier geboren. Oh, das heißt, du bist von Anfang an bis jetzt hier in Bad Homburg. Und was ist deine Lieblingsstätte hier in Bad Homburg? Wo gehst du am liebsten hin? Jubiläumspark. Zum Joggen? Auch, unter anderem. Okay. Aber auch einfach nur zum Sitzen und Erholen. Wenn du die Möglichkeit hättest, in irgendeiner Stadt auszusuchen, entweder Bad Homburg oder irgendeine andere Stadt der Auswahl, würdest du in diese Auswahl hineingehen oder würdest du Bad Homburg wählen und hier bleiben? Es kommt ganz drauf an. Ich finde zum Beispiel Bad Homburg sehr geeignet für Familien. Also mit Kleinkindern ist es wunderbar. Oder so Teenager, man ist super Angebot gegeben. Aber so wenn man ab 18, dann will man echt einfach mal nach Barcelona und London, aber nicht hier. Gibt es hier Nachtleben in Bad Homburg? Nicht wirklich. Also es wird zwar eigentlich viel angeboten, jedes Mal bei Bad Homburger Woche gibt es coole Events, hört sich alles gut an, aber es gibt kein Schwein hin. Bleibst du erstmal in Bad Homburg? Ja, ich bleibe hier noch ungefähr 3 Jahre wohnen, weil ich studiere und dann gehe ich. Aber du studierst nicht in Bad Homburg, oder gibt es ja eine Universität? Nein, in Darmstadt. In Darmstadt, okay. Dann viel Erfolg noch weiterhin und wir sind gespannt auf den weiteren Verlauf. Gut, vielen Dank. Und wie hat Ihnen Bad Homburg gefallen? Schicken Sie uns Ihr Video, Ihr Audiokommentar oder auch eines Ihrer Fotos. Vielleicht ist es in einer unserer nächsten Sendungen ebenfalls mit dabei. Einfach an info@diebadhomburger.de oder podcast@diebadhomburger.de. Sie können uns auch auf Twitter folgen und auf Facebook haben wir ebenfalls eine Fanseite für Sie eingerichtet. Sie sehen, was Social Media betrifft, sind wir für unsere Stadt in Bad Homburg natürlich bestens ausgestattet und unterwegs. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ihr Raffi Schimanski, direkt aus Bad Homburg.